war die Gruppe Rosetta Stone mit Half as Nice. Einen wunderschönen guten Abend, meine Damen und Herren. Hallo, Freunde! Hallo! Guten Abend. Vielen Dank. Vielen Dank. Tja, hier ist wieder Ihre Disco mit einem Star-Aufgebot. Da sagen Sie glatt A. Einer Hitliste, da sagen Sie sicher O. Aber wenn Sie mich erst als Ben Hur sehen, werden Sie verstehen, warum das heutige Sketch-Motto heißt: Das kann ja heiter werden. Anna, Anna. Mädchen. Hey, im Kapitol gibt's gerade Kampf um Rom. Falls sie auf Action stehen, aber wir werden's kaum noch sehen. Denn schauen Sie mal, wir fahren ja gegen den Strom. Am besten wir sehen überhaupt nicht hin. Nein, wir verlassen uns auf den siebten Sinn. Rücksicht nehmen können, Meise. Meise? Ja. Die Unverbesserlichen. Ach, du bist es, Mama. Mama? Na ja, immer die Mutter der Nation. Nun gibt man mir auch den noch hier als Ben Hur zum Sohn. Das ist direkt zum von der Leinwand springen. Ich werde jetzt meinen Einwand bringen. Nur mütterlich darf ich stets sein auf dem Kanal. Aber wer sagt so schön, lass es kompott stehen, Otto, es war doch für Kachel. Dann Gedanken beim Abwasch, die Szene haut hin, also her mit dem Geschirr. Man ist ja Schauspielerin, aber ich spüle nicht mehr mit, verlass dich drauf. Na, dann legen wir doch mal eine andere Platte auf. Weißt du, worauf ich gerade so stehe? Auf Hard Rock Café. Ach, auf Hard Rock Café. Da ist Pep drin und Pop drin, oh ja. Hard Rock Café, wunderbar. Und dann Himbeereis zum Frühstück, Rock'n'Roll im Fahrstuhl. Wer gibt sich nicht gern mal hoffnungslos verrückt? Ich bin entzückt. Ja, das Tanzen und das Gesinge. Hast du gesehen, wie ich dabei schwinge? Na, die Mutterrollen schlag ich den Autoren auf den Kopf. Ich mache nur noch. Was macht sie nur noch? Na, Mutter Meisel macht nur noch auf Pop. Na, das halt ich doch für'n Spaß. Voller Ernst, du wirst ganz blass. Nimm mein Abendbrot, beiß rin. Junge, bist ja viel zu dünn. Tschüss denn, bis zum nächsten Mal. Werd nicht heiser, nimm einen Schal. Und lass dich bitte nicht mit schlechten Mädchen ein. Und sie will nie mehr Mama sein. Danke sehr. Und ich bedanke mich ganz herzlich bei Inge Meisel, die zum ersten Mal in ihrem Leben einen musikalischen Sketch spielte. Selten habe ich eine Persönlichkeit kennengelernt, die mich privat ebenso fasziniert wie in ihren Rollen. Inge, du bist ein Schatz. Von einem unnahbaren Engel singt jetzt Mädchenschwarm Jürgen Drews. Sie nicht und dein ganzes Make-up läuft dir über dein Gesicht. Du trägst keine Schuhe und dein Haar ist wirr. Und mir scheint, du hast dich auf der Welt nur verirrt. Ich sag, träum ich auch nicht. Dass du so kühl bist, wie du tust, das glaub ich nicht. Oh, wunderbarer Engel, flieg mir nicht davon. Ob ich dich im Himmel wiederfind, wer weiß das schon. Du, ich seh dein Lächeln,
doch es gilt nicht mir. Du schaust durch mich durch, als wär ich überhaupt nicht hier. Sprachlos bleib ich stehen, ich glaub, ich bin verrückt. Ich hab noch nie in solche Augen geblickt. Ich sag, träum ich auch nicht. Dass du so kühl bist, wie du tust, das glaub ich nicht. Oh, wunderbarer Engel, flieg mir nicht davon. Ob ich dich im Himmel wiederfinde, wer weiß das schon. Du bist so zerbrechlich, wie halt Engel sind. Und ich weiß, dass ich nie wieder so ein Mädchen find. Du, ich muss dich haben, du, das ist kein Spaß. Stell dich an der Maischirm, die Flügel werden nass. Ich sag, du, träum ich auch nicht. Das glaub ich nicht. Oh, wunderbarer Engel, flieg mir nicht davon, ob ich dich im Himmel. Ja, das war Jürgen Drews. Sicherlich träumt er nachts noch von seinem Engel. In meinen Träumen geht das nicht so hübsch zu. Nee, nee. Oder finden Sie King Kong sexy? Solange das Fernsehen seine Horrortiere nachts auf dem TV-Kanal Gassi gehen lässt, bin ich auch kein ausgeschlafener Junge. Gute Nacht, Kussliste. Nein, Godzilla, hast du denn keinen Anstand? Grusel doch woanders. Nebenan ist das Finanzamt. Frisst dort alle Akten auf. Das könnte gar nicht schaden. Vielleicht schließen sie dann ihren Laden. Früher wart ihr Viecher nur im Kino gegenwärtig. Heute kommt ihr per Bildschirm, aber mich macht ihr nicht fertig. Tarantula greift nach mir, doch mich ergreift das kaum.